haben es hier im Stadion gesehen. Hexenkessel, krank. Und wenn du verlierst, dann stehen wir immer noch hier. Bienvenue in Lens, in dieser Weltstadt im Norden von Frankreich. Hier geht's rund für den SC Freiburg im Playoff-K.O.-Spiel zur Achtelfinale der Europa League. Ja, und wir schauen uns hier mal um, was es hier so Schönes zu bieten hat in dieser knapp 30.000 Einwohnerstadt. Also, erster Eindruck von Lens, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, da hinten wird's schöner. Tada! Kuckuck. Hier wurde 300 Jahre richtig hart geackert, Kohle von ganz unten nach ganz oben geschafft. Ja, Lens ist quasi so ein bisschen das Schalke Frankreichs, nur mit besserem Fußball. Ja, und wie in jeder guten französischen Stadt gibt es natürlich auch hier einen Louvre. Und ich glaube, hier gibt es die Mona Lisa, habe ich mir sagen lassen. Tada! Ja, nee, ist schön. Was möchte uns der Künstler damit sagen? Die einen haben eine Glaspyramide, die anderen haben einfach Glasfronten. Hier übrigens der Verkehrsübungsplatz. Der Schieß. Mona Lisa. Das gibt's ja auch hier. Wow. Ja. Ich hab's dir gesagt, Lens wird schöner. Ich hab's gewusst. Wir haben hier richtig was zu erwarten. Und schau mal, dieser Blick ist geil, ne? Mit Stadion direkt im Hintergrund. Das ist schon ganz was Feines. So good and tasty. Was für Fußballromantiker hier. Wie in Freiburg ist es hier, wie das alte Dreisamstadion. Mitten im Wohngebiet ist plötzlich so ein Stadion. Also das ist schon ganz geil. Das gebe ich den Lens an. Wir wissen nicht, wie es hier weitergeht. Jo. Das ist es. Ist das traurig? Oh, hier hast du zwei Garagen links, rechts. Ja. Ich glaube, hier ist der Eingang. Auch ein schöner Rücken kann entzücken und der tut's nicht. Gehen wir da mal vorne gucken, oder? Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Wird aber schwer, hier die Beauty-Shots zu machen. Die Sehenswürdigkeit schlechthin. Das Stadion der Lancer ist auf jeden Fall ein Fußballtempel. 1933 zum ersten Mal gebaut, dann 1000 Mal renoviert. Jetzt passen knapp 38.000 Leute rein. Und das Spannende ist, hier in Lens leben nur knapp 30.000. Und diese Fankurve, das ist keine richtige Kurve, sondern das ist dieses Seitenstück hier. Also nicht wie sonst oft das Hintertor, die Fans stehen, die Supporter, sondern diesmal auf der Längsseite gibt es auch nicht so häufig. Auf diesen Stehplätzen wird sicherlich ordentlich Stimmung gemacht. Der Johnny. Als er noch hier, also bei uns noch war, haben wir doch auch immer wieder natürlich über die französische Liga geredet. Also da hat er schon gesagt, dass das so mit der größte Hexenkessel ist. Hat schon was, finde ich. Oldschool, aber ich mag das. Zweiter Tag. Tag 2 in Lens, Matchday heute. Wir waren gestern Abend noch ein bisschen unterwegs, sind klein wenig verknittert. Fahren quasi nach Lens, nach Calais an den nordfranzösischen Strand. Und dann kriegt man voll wahrscheinlich auf den Arsch, weil Ginter und Lienhardt sind nicht daheim, nicht dabei. Das reimt sich wirklich einwandfrei. Ja, absolut. Aber übrigens sieht sie hier heute Abend viel besser aus wie im Studio. Das habe ich öfter gehört und es ist kein Kompliment. Muss man nicht rausschneiden. Heute wird es ernst für den SC Freiburg und schaut euch an, Lens erwartet einiges. Es artet immer aus, wenn ich allein irgendwo unterwegs bin in Frankreich. Okay, let's go. Komplett krass, was hier die Leute mit Wimpeln in den Vereinsfarben machen. Am Bahnhof ausgestiegen, irgendwo schon Luftballons in den Vereinsfarben. Ich glaube, das ist hier für die nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, wir haben gerade gesagt, wir wären eigentlich lieber in Lissabon oder in Istanbul, aber ja, sicher auch nett hier. Die Stadt ist genauso hässlich wie jede andere französische Stadt. Jetzt gehen wir noch kurz die Kirche angucken, dann zum Fantreff und dann zum Stadion. Ihr macht echt noch Kultur. Wenn man mal da ist, von außen. Nicht? Vielleicht gehen wir auch rein, mal gucken. Mir reicht's auch von außen. Verständlich. Oder halt einmal die Tür aufmachen und reingucken. Aber das war Kultur, oder? Das reicht? Das reicht, ja. Foto wurde gemacht. Der Auftrag ist der, dass wir weiterkommen und dann nach Liverpool fahren. Würde ich genauso unterschreiben. Wie meinst du, da vorkommen? So, oder was? Oh no. Lens ist bereit. Lens hat sich rausgeputzt. Lens hat die Flaggen rausgehängt. Wir sind ready. Wir gehen zum Fantreff. Prost. Prost, du auch. Prost. Vielen Dank fürs erste Bier. Der Parkplatz hier ist, naja. Ist ein bisschen Parkplatzparty, irgendwie so früher mit 16, oder? Ich
weiß nicht, was du mit 16 gemacht hast, aber ich hatte keine Parkplatzparty. Wir hatten verschiedene Jugenden auch. Okay, anscheinend schon, ja. Also wäre ich Franzose, würde ich mein Auto heute nicht hier parken. Das ist schon mal das ist Nummer eins, was sicher ist. Wie war es dann im Louvre? Wir haben uns schon sehr weitergebildet, also Audioguide und ja, einfach mal ein bisschen die Kultur aufsaugen. Aber wir waren dann auch froh, dass wir wieder hier bei Gleichgesinnten waren. Ihr habt auch richtig zugelangt hier. Ja. Wie viel davon steckt schon in dir? 3,5,8 Kilo. Ihr wolltet eigentlich nur durch den Hintergrund laufen, jetzt seid ihr hier bei mir. Ich bin durch, genau. Emre, bist du durch? Bist du durch? So eine Auswärtsfahrt ist immer was Schönes. Was genießt du denn daran? Meine Kumpels, die Atmosphäre, das Auswärtsspiel. Eigentlich so, was so zu einem Auswärtsspiel gehört. Wie stehst du deine Französischkenntnisse? Die sind nicht vorhanden. Nee? Ich hatte Latein. Sorry. Oh, deswegen hattest du auch keine Parkplatzpartys. Vielleicht liegt es daran, ja, richtig. Deux Pommes und ein Bier. Ah ja. Ja, hat geklappt. Zwei Pommes und ein Bier bekommen. Genau. Ja? Oui, 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 oui. Oui. Hab ich alles verstanden. Je m'appelle Pirmin Etoile, ça va mal, ça va très bien, ça va comme ci, comme ça. Ja, bonjour, ça va, oh, ça va bien, Etoile. La vache est cou, les pommes de terre ist Pommes und Erdäpfel. Ja. aber das war's dann, ja. Voulez-vous de Ranze voll kennt man noch was. Wenn das ausgestrahlt wird, friss ich ein Besen. Dann lass es dir schmecken. Das ist ein Schmackofatz. So, ihr Lieben, ich habe mich in Schale geschmissen. Jetzt geht's los zum Fanmarsch. Ich bin zum ersten Mal dabei, gebe ich zu. Und ich bin sehr gespannt, wie dieser Weg zum Stadion jetzt ablaufen wird. Was muss ich denn beachten als Erstling? Eigentlich gar nichts. Du musst ein bisschen aufpassen, weil das ganze, dieser Plastik, das brennt schnell. Ich meine, wir sind friedlich. Ich habe auch jeden Eindruck, dass alles friedlich ist. Und so ein Fanmarsch ist einfach gute Stimmung, lustig. Was zu trinken dabei? Schale! Fanmarsch wie immer, Sportclub liefert ab. Also Fanmarsch ist geil, oder? Macht Spaß auf jeden Fall. Also mit dem Unentschieden wäre ich schon zufrieden, ganz ehrlich. Also Lorenz ist so gut drauf, unsere alle Innenverteidiger sind verletzt. Ich hoffe auf ein Unentschieden, dann bin ich schon zufrieden. Und wenn du verlierst, dann stehen wir immer noch hier. Wir gehen gemeinsam, egal was passiert. Ich bin zufrieden, ich finde es eigentlich cool. Also ein bisschen Pyrotechnik haben wir jetzt mit dabei gehabt. Gute Stimmung, alle in den weißen Jäckchen, das sieht doch nett aus. Wenn so viel Lob kriegen wir selten. Ja, super. Nicht geschlafen, durchgemacht, bis jetzt. Ne? Und jetzt freuen wir uns auf das Spiel. Juhu, yeah. Stimmung! Yeah. Super Sport und Freiburg. S! F! Super Sport und Freiburg. Tobi, was fühlst du, wenn du das hier so siehst? Ja, wild, wild, wild. Also, wenn man immer spielt, hat man eine andere Perspektive ein bisschen. Tut gut, finde ich, und auch ein bisschen stolz, was die Freiburger oder die Südpartner hier leisten. Das, ja, ein bisschen Gänsehaut dabei, stimmt. Du hast einige Fans hier. Nee, das war cool. Eins würde ich nehmen. Ja. Das hat auch was, dass man jetzt Bier trinken kann, ne? Ja, ja, das hat ja aber eins ist das erste heute. Auf geht's, Freiburg, Kämpfer, Siegen! Ihr Lieben, wir haben es geschafft. Ich bin am Stadion. Jacke ist aus, nur weil wir hier durch Lens-Fans durchlaufen mussten. Aber jetzt ist es soweit. In alter dann SCF-Manier. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Der SC Freiburg versucht jetzt mal über Eggestein im Strafraum und legt auf die rechte Seite Scholloi! Aluminium! Er spielt den Ball in die Mitte, Kopfball, Scholloi! Aber jetzt packt der Kessel in Lens noch mal richtig was aus. Die Riesenmöglichkeit, Maxi Eggestein! Und dann ist es Kevin Danzo, der den Ball von der Linie kratzt. Und jetzt ist klar, der Treffer zählt nicht. Es ist Schluss. Der RC Lens und der SC Freiburg trennen sich in der Zwischenrunde der Europa League im Hinspiel in Frankreich mit 0:0. Mit den 0 Toren hinten bin ich auf jeden Fall zufrieden. Vorne, ja, nicht stark unzufrieden, aber so ein leichter Ärger ist dann
doch in einem, wenn man wirklich viele Chancen hatte. Ist ja auch gerade so nach solchen Spielen, dass man nicht immer so super schlafen kann, wenn man jetzt abends spielt. Und dann gibt es bestimmt noch eine Runde, wie gesagt. Gut, dann viel Spaß und gute Heimreise. Der SC hat halt echt die Mega-Leistungssteigerung hingelegt im Vergleich zu den letzten Spielen in der Liga. Also wir sind top zufrieden, muss ich echt sagen. Ich hätte einen Sieg besser gefunden, es wäre auch eher verdient gewesen. War anstrengend, aber gegen so eine Kulisse muss man auch erstmal ankommen. Ja. Grüße gehen an den FC Seepark. Jungs, neue Saison, war mal wieder Finalspieltag. Kann in beide Richtungen gehen. Und dann war es, glaube ich, ein verdientes Unentschieden. Ich glaube, wir können das Spiel gewinnen. Aber ja, hätte mir vorher einer gesagt, wir nehmen hier das Remis mit, sofort. Hätte ich unterschrieben. Bei mir war die Stimmung richtig krass, weil ich war bei den Ultras. Unten, halt in der Nähe von denen. Und dann, ja, die haben auch ein bisschen Party gemacht, ja, mit dem Mikrofon und allem. Anna schmeißt ein Mikrofon. Anna schmeißt ein Mikrofon zu uns. Hey! Ich habe leider nächste Woche Weihnachtsfeier, aber sonst wäre ich auch dabei, gell? Ist ja auch schon Februar. Ja, da kann ich ja nichts dafür, wenn meine Arbeit die Weihnachtsfeier Februar legt. Wir gehen kegeln. Wir werden die Pommes und die Frikandeln ein bisschen vermissen, aber dafür ist bei uns ja die lange Rode, ja? Die ist ja auch gut. Das beste 0-0, was ich bisher gesehen habe. Wir haben es hier im Stadion gesehen, Hexenkessel, krank. Wir gewinnen dieses Rückspiel zu 100%. Hallo Anna, ich mache dich aufgrund deiner Leistungen beim SWR zum Analysebier-Ehrenmitglied. Dankeschön. Bitte sehr. Vielen Dank, Analysebier. Hier habe ich keine Probleme mit Analyse. Grüße an den VfB. Toppt es erstmal, wenn er nächste Saison international spielt. Also wir haben es vorgemacht. Vielleicht erinnern sie sich ja noch, wie es geht. Wir schauen mal. Ihr Lieben, das war Los. Das war's von mir hier. Ich bin bumsfertig, muss ins Bett. Los war geil. Ich habe hier so viele nette, mega sympathische, lustige, trinkfreudige SC-Fans kennengelernt. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß hier mit euch. Und jetzt geht's nächsten Donnerstag weiter. Und zwar ab ins Europa League Achtelfinale. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wir fahren über die Alpen, nach Baku ans Kaspische Meer, nach London über den Kanal, denn Freiburg spielt international. Oh, 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 oh. Dankeschön. Freiburg spielt international. Prost!